in der letzten Woche fanden die paralympischen Tage BVB Lernzentrum statt. Zwei Organisatoren, die habe ich jetzt bei mir stehen, einmal Johannes Brühing und einmal Yannick Tapp, das Taekwondo-Trainer. Warum du dann da warst, reden wir gleich mal drüber. Erstmal Johannes, was waren die paralympischen Tage? Ja, die Paralympische Woche war eine Idee, die wir hatten mit anderen Standorten zusammen. Hintergrund ist, das Lernzentrum ist eine Initiative des Fanprojekts und wir arbeiten bundesweit mit mehreren Standorten zusammen. Und die Idee ist entstanden mit dem Standort Bochum und Bielefeld zusammen, dass wir einfach paralympische Sportarten einbinden mit der Idee von politischer Jugendbildung, die wir ja einfach generell an unserem Standort bei uns unter der Südtribüne vertreten. Und das hat bei uns in der Woche mit Parataekwondo super gut geklappt. Wer war die Zielgruppe? Wer hat daran teilgenommen? Zielgruppe waren Schülerinnen und Schüler des Paul-Ehrlichen Großkollegs, die jetzt zuletzt auch nochmal, oder die Schule, die zuletzt den Integrationspreis des DFB gewonnen hatten, beziehungsweise Flüchtlinge aus seiner Unterkunft hier in Dortmund. Okay, Yannick, du bist Taekwondo-Trainer zum einen, aber auch Para-Taekwondo-Trainer. Ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, Inklusion im Alltag voranzubringen. Nochmal ganz kurz, was ist Inklusion? Ja, das Wort Inklusion beschreibt einfach eine Gesellschaft, in der jeder Mensch gleichberechtigt behandelt wird, unabhängig von der Behinderung, von der Herkunft oder dem religiösen Hintergrund. Ja, das ist Inklusion. Und ihr sagt jetzt, ihr könnt mit Sport dazu beitragen, dass das im Alltag auch immer geschieht. Wie kann das Sport machen? Wie passiert das? Ja, also ihr weiß alle, das Sprichwort Sport verbindet Menschen, ja. Und wir schaffen das Ganze im Sport, indem wir gemeinsam gleiche Übungen machen. Am Anfang schon haben wir alle gleiche Anzüge, ja. Das heißt, es gibt keinen Unterschied. Alle haben wir schon diesen Anzug und es entsteht eigentlich schon eine Verbindung. Ja, sie fühlen sich schon in der Gruppe, wir gehören schon alle zusammen, wir machen alle die gleichen Übungen. Und ja, so ist das, ja. Okay, und ihr macht das über den Weg Taekwondo. Warum bietet sich ein Kampfsport wie Taekwondo dafür so gut an, Menschen mit Behinderung auch in die Gesellschaft zu integrieren? Ja, also nicht nur Taekwondo, ja, das hinkriegt. In andere Sport ist es auch möglich. Also die Besonderheit bei uns ist, wir versuchen durch unsere, kann ich das sagen? Also unser Wert von Taekwondo, das zu vermitteln, ja, weil das ist genau das Wichtigste. Und unabhängig von dem Mensch, ob er behindert ist oder nicht, wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen uns verbessern. Wir streben immer danach, bessere Menschen zu werden, höhere Ziele zu erreichen. Ja. Und so machen wir das. Okay, also in Dortmund konnten die Kinder Taekwondo kennenlernen. Es gab noch zwei andere Standorte. Bielefeld, Bochum hast du genannt. Was fand da statt? Ja, da wurden andere paralympische Sportarten ausprobiert. Und zwar ging es da um Para-Badminton auf der einen Seite, beziehungsweise Blindenfußball wurde noch an einem anderen Standort ausprobiert. Und im Grunde genommen ging es darum, auch verschiedene Wertvorstellungen mitzugeben. Wie bei uns schon gerade erwähnt, was auf der einen Seite so diese Zielstrebigkeit, dieses Mutigsein, neue Sachen auszuprobieren, sich neuen Herausforderungen zu stellen, auf der anderen Seite auch sowas wie Respekt und Hilfsbereitschaft. Und ich denke, das hat sozusagen alle Standorte miteinander verbunden, wie so eine rote Linie. Okay, also wie man jetzt auch schon hören kann, auf jeden Fall eine tolle Aktion. Wir gehen noch mal kurz in die Musik und haben gleich noch mal die Chance, mit den beiden über die Paralympische Woche zu sprechen. So, und dann sind wir auch schon wieder zurück und wir sprechen immer noch mit Johannes und über die Paralympische Woche oder Paralympischen Tage. Das waren, glaube ich, mehrere Tage, da kann man auch Woche sagen. Johannes, wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei so einem Event aus? Ja, wir haben das ganz nett gestaltet bei uns, also erstmal einen atmosphärischen Rahmen geschaffen, von Buffet angefangen, dass dann immer sich da auch das leibliche Wohl gekümmert wurde. Dann hatten wir zu Anfang so ein paar Übungen zum Kennenlernen, wo die Gruppe sich erstmal untereinander ein bisschen abtasten konnte. Und danach haben wir dann angefangen, Matten auszulegen. Uns war wichtig, auch von vornherein Leute mit einzubeziehen, also dass da keiner sich wegduckt oder sonst irgendwas, sondern gerade Jugendliche auch mal annehmen und sagen, mal zu, hier packen alle Leute mit an. Als die Matten dann ausgelegt wurden, hatte dann der Yannick und alle weiteren Leute das Zepter in der Hand, die dann das Training übernommen haben. Wobei das Training
dann halt klassischerweise kein reines Para, kein reines Taekwondo-Training war, sondern halt auf Para-Taekwondo ausgerichtet. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler waren sozusagen in so einer Situation, wo sie auch dafür sensibilisiert wurden, in Situationen hereingeführt zu werden, wie es zum Beispiel wäre, wenn sie eine körperliche Beeinträchtigung hätten, wenn sie im Rollstuhl sitzen würden und so weiter. Und das war sozusagen die rote Linie, die das ganze Programm auch gezogen hat. Ja, Yannick, dann ging es ans Eingemachte. Dann warst du derjenige, der den Jungs mal ein bisschen gezeigt hat, wo der Trainer quasi die Möglichkeiten sieht, jemanden durch den Raum fliegen zu lassen. Wie sieht denn so ein typisches Training aus? Was habt ihr gemacht? Ja, der Ablauf war so wie im Verein. Wir haben am Anfang Aufwärmungsübungen gemacht und anschließend haben wir auch die Grundlage von Taekwondo ein bisschen geübt, weil es war ein bisschen neu für die Teilnehmer, ja, wie man dreht, schlagen kann und sie waren richtig gut dabei. Und anschließend haben wir auch Kratzenübungen gemacht, ja, mit der Frau Kratzen schlagen kann. Und sowas, ja. Und das war wirklich sehr interessant. Okay, also durchaus sehr positive Resonanz der Jugendlichen. Ilkay Gündogan kam am Ende auch noch dazu. War es schwer, ihn dafür zu begeistern? Nein, überhaupt nicht. Der Ilkay Gündogan ist schon zum dritten Mal bei uns am Lernzentrum gewesen. Er ist ja auch selber Integrationsrat der Bundesliga-Stiftung und nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern auch ein sehr netter Mensch. Und von daher war es gar nicht schwer, ihn dafür zu überzeugen. Das glaube ich. Also danke erstmal an euch beide dafür, dass ihr heute auch zum Interview hier wart. Eine super Veranstaltung, wie ich finde, und sicherlich auch unterstützenswert. Ich bin mir sicher, das werdet ihr so in der Form oder ähnlich auch nochmal anbieten. Wir sehen uns gleich wieder und gehen erstmal in die Musik. Bis gleich.